Heute bekommen wir Besuch von zwei Volksschulkindern, die sich für unsere Schule interessieren. Komm jetzt, wir dürfen heute ja die Musikmittelschule Kitschach besuchen. Da will ich auf keinen Fall zu spät kommen. Ja, ich beeil mich schon. Bin schon voll gespannt, was uns heute erwartet. Die kleinen Besucher werden vom Schulwart freundlich willkommen geheißen. Im Eingangsbereich werden die Volksschüler schon erwartet, damit wir den Rundgang durch das Schulhaus starten können. Ihr grüßt euch, wo bleibt denn nicht so lang? Schnell, schnell, wir wollen eigentlich nur so viel sagen. Wir gehen gerne in die Musikmittelschule Kötschach-Mauten, weil wir eine nette Sekretärin haben, die jederzeit für uns da ist. Weil unser Schulleiter immer ein offenes Ohr für uns hat. Jo, grüß euch. Schön, dass ihr da seid heute bei uns. Wisst ihr was? Nehmt euch ein bisschen Zeit. Geht's durch unser schönes Schulgebäude. Wir sehen uns später. Und jetzt habt viel Spaß. So, okay, jetzt gehen wir weiter. Weil in unserer schönen Aula nicht nur Veranstaltungen stattfinden, sondern wir hier auch gemeinsam arbeiten, feiern und musizieren. Wow, das schaut ja aus wie ein Konzertsaal. Ja, vielleicht singen wir ja eine Musikklassen. Unsere Schule ist technisch gut ausgerüstet, beispielsweise mit modernen Computerräumen. In jeder Klasse gibt es eine interaktive Tafel, so kann der Unterricht digital begleitet und unterstützt werden. Hallo, grüß euch, schön, dass ihr uns besuchen kommt. Wie ihr seht, wir haben da gerade Mathematikunterricht. An unserer Schule schreibt man nicht mit Kreide an die Tafel, sondern wir schreiben an der digitalen Tafel. Wir haben einen Stift, mit dem kann man auch was, könnte man auch was zeichnen. Zum Beispiel. Und verschiedene andere Formen. So wie das da. Und bei uns gibt es auch ein Mädchen, das ist jetzt gar nicht in der Schule, sondern das ist mit uns verbunden über das Internet. Sie sitzt daheim und schreibt daheim mit. Sie sieht, was sie da an der Tafel schreibt und arbeitet zu Hause mit. Und wenn ich sie frage, ob sie uns zuhört, dann kann sie sogar Hallo sagen. Hallo Lena! Hallo! Na also. Cool, das will ich unbedingt einmal ausprobieren. In der Musikmittelschule Kötschach-Mauten gibt es zusätzlich einen Sprachenschwerpunkt. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, neben Englisch auch die Sprache des Nachbarlandes Italien zu erlernen. So kann einem Besuch in Bella Italia nichts mehr im Wege stehen. Allora ragazzi, buongiorno. Elisa, ciao. Come stai oggi? Io sto così così. E tu, Karine, come stai oggi? Sto così così. E tu, Gabriel, come stai oggi? Sto così così. E tu, Yannis, come stai oggi? Io sto benissimo. E tu, Maya, come stai oggi? Sto male. Mi dispiace. E tu, Lily, come stai oggi? Oggi sto così così. E tu, Sara, come stai oggi? Oggi sto bene. E tu, Florian, come stai? Oggi sto bene. E tu, Jonathan, come stai oggi? Oggi sto bene. E tu, André, come stai oggi? Oggi sto bene. E tu, Valentina, come stai oggi? Oggi sto benissimo. Vi invitiamo a studiare l'italiano alla nostra scuola. Vi laden euch ein, in unserer Schule Italienisch zu lernen. E salutiamo. Ciao! Ciao! Also da habe ich jetzt aber nicht viel verstanden. Ich habe auch nicht viel verstanden, aber es werden wir sicher in der Schule bald lernen. Schau mir die schönen Bilder. Hoffentlich darf ich da auch mal eins aufhängen. Der Englischunterricht ist vielfältig und abwechslungsreich. Oh, help! Oh no, it's a Gruffalo! My favorite food. You'll taste good on a slice of bread. Good, I'm the scariest creature in this wood. Walk behind me. Sportlich sind wir natürlich auch. Neben den klassischen Turnen im Turnsaal gibt es noch andere Aktivitäten. Tischtennis, Klettern, Leichtathletik, Akrobatik, Fußballspielen, Skifahren und Eislaufen sind nur ein paar Sportarten, die wir im Sportunterricht zusätzlich machen.
Damit sind wir auf die verschiedenen Wettbewerbe und Sportwochen immer bestens vorbereitet und haben außerdem immer sehr viel Spaß. Der Physikunterricht ist sehr interessant. Wir dürfen verschiedene Versuche durchführen und es dann manchmal ganz schön krachen lassen. Auf die verschiedenen Projekttage und Projektwochen freuen wir uns immer besonders. Da erleben wir viele Momente gemeinsam mit unseren Schulfreunden. Als Musikmittelschule haben wir natürlich zwei tolle und top ausgestattete Musikzimmer zum Musizieren und Arbeiten. Dort gibt es viele Instrumente, die von uns ausprobiert werden dürfen. Die Musikklassen freuen sich immer am meisten auf ihre Musiktage. Da wird 3 Tage lang nur gesungen, musiziert, getanzt und vor allem viel gelacht. Musikklassen dürfen zu unterschiedlichsten Anlässen auftreten oder werden zu Veranstaltungen eingeladen, beispielsweise in der Kirche oder bei Konzertabenden. Ebenso arbeiten wir mit der Ortsmusikschule zusammen und nehmen an Wettbewerben teil. Ihr habt doch bestimmt schon von unserem bunten Abend gehört. Hier präsentieren wir am Schulende immer, was wir das ganze Jahr über gelernt haben. Besonders die Musikklassen zeigen hier ihr Können. Aber auch alle anderen Schülerinnen und Schüler sind in die Vorbereitungen eingebunden. Ja, wir hoffen, dass euch der Rundgang in unserem Schulhaus gefallen hat. Und wir freuten uns wirklich sehr, wenn wir eigentlich im Herbst noch begrüßen dürften. Es war so super! Bei euch in der Mittelschule hat es mir so gut gefallen. Das war wirklich toll! Ja, mir hat es auch so gut gefallen. Hast du überhaupt die Computerräume gesehen? Und die Werkräume, aber aufs Experimentieren freue ich mich besonders. Also, ich weiß jetzt schon, dass ich mich für die Musikklasse anmelden werde. Ich will aber unbedingt Italienisch lernen. Ja, ach, das geht eh beides. Und Sport machen wir eh genug. Das muss jetzt alles meiner Mama erzählen. Ich werde es auch meiner Mama erzählen. Tschüss, liebe Musikmittelschule. Wir sehen uns im Herbst.